Ja, hier kommt Conny, meine Freundin Conny. Bei ihr ist jeden Tag etwas los. Schwimmen oder Zelten gehen, reiten, tanzen, Uhr verstehen, Pizza backen macht ihr Riesenspaß. Na klar! Bei Conny, da passiert immer was. Ja, hier kommt Conny. Ja, siehst du? Wir sind schon mitten in den Bergen. Aber es regnet immer noch. Wenn wir erst mal höher in den Bergen sind, dann schneit's ganz bestimmt. Schnee! Ja, Schnee! Hurra! Los, schnell ins Haus! Dober Regen. Ach, ihr hört schon wieder auf. Jetzt gehen wir erstmal rein. Conny, Jakob, schaut mal. Hat geschneit? Nein, aber die Sonne scheint. Das müsst ihr euch ansehen. Hä? Was denn? Was denn? Was ist denn da? Ist das nicht toll? Oh, so große Eiszapfen gibt es hier. Wie schön. Oh. Jürgen, sei vorsichtig. Papa, das ist Glas. Oh. Papa. Verflixt. Oh. Oh. Oh, hast du dir wehgetan? Ach, nein, nein. Alles okay. Ich bin zuerst. Nein, ich bin zuerst. Papa, du ziehst ja Strümpfe über deine Schuhe. Ja, weil ich nicht schon wieder auf den Po fallen will. Mit Socken rutscht man nicht so schnell aus. Ja, seht ihr? Ja. Das machen arme Löcher. Das sind doch alte Socken. Sagt mal, helft ihr mir beim Holztragen? Wir brauchen welches für den Kamin. Ui, das alles? Nein, nur so viel, dass wir es bis morgen früh schön warm haben. Wir müssen auch noch Tannenzapfen sammeln, damit wir das Feuer in Gang kriegen. Stimmt. Also, wer macht was? Holz, 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 Holz. Prima, aber denkt daran, dass es glatt ist. Mama, guck mal, die sind ganz unterschiedlich. Mhm. Diese runden hier brennen am besten. Das sind Kiefernzapfen. Oh. Und die länglichen, das sind Tannenzapfen. Aha. Die funktionieren auch zum Anzünden. Aber nicht ganz so gut wie die Kiefernzapfen. Ah. Anzünder, die wir auch zum Grillen nehmen? Willst du das Feuer anmachen? Ja. Du musst den Knopf hier drücken, bis die Flamme kommt. Und dann hältst du sie an das Zeitungspapier. Jetzt ich, jetzt ich. Na schön, aber sei vorsichtig. Und dann die Tannenzapfen? Ja, genau. Das ist ja toll, ein Lagerfeuer im Haus. Schön warm. Ja, und so gemütlich. Jetzt noch mehr Holz. Das hier? Ich denke, die Flamme muss noch etwas größer werden, sonst erstickt sie. Gibt es vielleicht noch etwas Kleineres? Meinst du sowas hier? Ja. Super. So. Oh, wie schön das aussieht. Der Kamin brennt. Boah, hab ich Hunger. Ich auch. Oh, Schnee. Oh. Ja, morgen schneit's. Vielleicht. Nein, jetzt. Jakob hat recht. Es schneit. Es schneit. Was? Oh. Es schneit. Oh. Alles wird weiß.
können wir rodeln. Und Schneemann bauen. Ja. Ja, morgen geht es in den Schnee. Jakob? Hä? Puh. Ui. Jakob, es schneit immer noch. Conny, Jakob, es hat ganz doll geschneit. Hab ich schon gesehen. Können wir jetzt Schlitten fahren? Ja. Gleich nach dem Frühstück. Und wer macht das Feuer im Kamin an? Ich! Ja! Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Kleinholz. Ach du grüne Neune. Annette, wir sind eingeschneit. Oh. Aber wir wollten doch unbedingt Schnee. Ja, aber doch nicht gleich so viel. Wie kommen wir denn jetzt an das Brennholz? Hä? Und, ach, wie blöd. Der Schneeschieber steht da hinten in der Hütte. Wo ist denn unser Auto? Da, mein Spatz. Na prima, komplett eingeschneit. Komm schon, wir haben genug zu essen, wir haben Holz. Uns fällt bestimmt irgendwas ein. Soll ich jetzt etwa das Haus putzen? Nein, Schnee schaufeln. Na gut, dann los. Ha, ha, ha. Und wer schaufelt mich jetzt frei? Das sieht lustig aus. Wir. Ja. Ja. Ah, da ist er ja. So, jetzt aber. Wenn du gerade schon dabei bist, könntest du das da auch freifegen? Nein, nicht. Das sieht doch so viel schöner aus. Wie ein Berg mit einem Haus drauf. Ja, oder eine Burg. Finde ich auch. Wir sollten es auf keinen Fall entzaubern. Wir könnten das Auto freifegen und dann eine richtige Schneeburg bauen. Oh ja! Oh ja! Jetzt? Ja, wäre doch toll. Klar, jetzt. Da soll ein Turm hin. Der Schnee klebt fest und der Eimer ist ganz schön schwer. Ja, aber wenn er so richtig klebrig ist, dann kann man besonders toll damit bauen. So. Oh, super. Eine echte Schneeburg. Und wer wohnt da? Vielleicht ein Schneeritter. Oh, bauen wir jetzt einen Schneeritter? Also, ich hab Hunger. Und gegen ein schönes, prasselndes Feuer hätte ich auch nichts. Wer ist dafür? Ich. Darf ich auch mal Feuer machen? Ich. Nur wenn ich dir helfen darf, Jakob. Und da sagte der kleine Bär zu dem großen Bären, ich bin so müde und mir ist so kalt. Dann nahm der große Bär den jetzt schneit es wieder. Unter seinen Arm. Und morgen bauen wir einen Schneeritter. Wenn es nicht wieder so doll schneit wie heute? Komisch, wir wollten unbedingt Schnee und jetzt ist es zu viel. Ich finde es trotzdem schön. Wer zuerst im Bett ist, darf sich noch eine gute Nachtgeschichte aussuchen. Ich. Nein, ich. Ich bin schneller als gar nicht. Ich habe einen passenden Helm. Und das wird sein Schild. Guck mal, wie groß unsere schon ist. Super, dann können wir den Kopf ja auch auf den Bauch heben. So, und jetzt alle zusammen.
Rock. Ja, toll. Juhu. Und jetzt der Helm. Perfekt, der passt. Jetzt noch sein Schild. Und noch den Besen. Papa, ein Ritter hat doch keinen Besen. Nicht? Aber er fegt doch das Auto sauber, habe ich recht? Sieht wirklich so aus, ja. Aber das hat doch noch Zeit. Ja. Oh. Stimmt, wir haben was Besseres vor. Yippie, eine Schneeballschlacht, juhu. Alles in Ordnung? Ja, ich bin nur voll Schnee. Ich glaube, jetzt muss unser Ritter erst einmal Conny freifegen. Nee, ich finde so viel Schnee. Ganz toll.